Wir haben 4 Stationen gestern gesehen in dem Athletiktraining in der Mannschaft. Ne? Kannst du nochmal die einzelnen Stationen erklären, was das da gemacht wurde? Genau, also in dem Fall waren es 4 Stationen. Es war eine Station, in der was Volleyball-spezifisches gemacht wurde, auch mit Bewegungen, die für Volleyball typisch sind. Aufschlag, Abwehr, Zuspiel, Blockschritte mit mittlerer Intensität von den Bewegungen her, weil wir noch nicht ganz aufgewärmt waren, aber schon mit Sprints und am Boden relativ schnellen Bewegungen. Das heißt, mittlere Intensität heißt aber eigentlich, dass die Sprints nicht voll gemacht werden sollten dann? Ja, sprinten kann man relativ früh. Im Ablauf der Erwärmung, die Sprünge sind das, was als letztes eigentlich kommt. Deswegen ist beim Aufschlag ein lockerer Sprung und beim Blocksprung eigentlich fast am Boden bleiben gewesen. Dafür aufzuwärmen müsste man noch ein bisschen länger was machen, aber fürs Sprinten waren die Jungs dann so schon bereit und man hat gemerkt, die erste Runde machen sie sehr spurlockerer. Und danach haben sie dann nach und nach auch eigentlich mit 100% sprinten können. Die zweite Station war dann Theraband-Übungen für die Schulter in erster Linie. Das war auf wackeligem Untergrund, Außenrotation als typisches Beispiel, Rudern für die Schulterblattfixatoren und dann noch eine Übung für Rotationsbewegung vom Oberkörper. Ich kombiniere das oft mit wackeligem Untergrund, wenn ich die Möglichkeit habe, weil man dann einfach 2 Sachen gleichzeitig macht und die Zeit nutzt und durch die Bewegung irgendwo oben wackelt das Ganze ein bisschen mehr und dann hat man einen höheren Benefit. Wackeliger Untergrund war auch interessant zu sehen. Da waren ja einfach so ein paar Isomatten, ne, die zusammengerollt waren und da ein bisschen Klebeband rundherum. 2 Isomatten sind ein bisschen billiger als irgendein Wackelding. Das ist eigentlich von dem Wackeligkeitsgrad eigentlich das fast Beste, weil manche anderen Sachen sind schon so wackelig, das haben wir nicht beim Volleyball. Aber irgendwie so ein bisschen, dass es sich bewegt, ist für unser Fußgelenk propriozeptiv ganz praktisch. Das kann man schon machen und man muss ja auch denken, es ist dann nicht nur das Fußgelenk, es ist auch Knie, es ist auch Hüfte. Und wenn es ein bisschen wackelt, man muss stabilisieren, während eine Bewegung dabei ist, dann wird es schon irgendwo einen positiven Effekt haben. Die dritte Station war dann eine Core-Station mit unterschiedlichen Zusatzmaterialien, Medizinball, Bosu-Ball und ein Petsi-Ball. Einfach ein bisschen so Bewegungen. Wir schauen halt, dass wir viel Bauchrücken auch machen außerhalb der Körperebene, Körperachse. Deswegen so Medizinbälle seitlich und deswegen irgendwelche Bewegungen, die über die ganze Achse gehen und einen Petsi-Ball wegrollen vom Körper, sodass wir ein bisschen aus den normalen, eng liegenden Sachen rauskommen, weil wir halt im Volleyball sehr viel aus Rotation und Überstreckung arbeiten. Und das ist was, auf das die Sportler nicht vorbereitet sind, weil diese Überstreckungsbewegungen, die macht man nicht, wenn man am Boden eine Bauchrückenübung macht. Deswegen muss man irgendwie den Po erhöhen, um einmal in die Überstreckung zu kommen, weil die Position hat man ja beim Angriffsschlag. Und deswegen müssen wir das entsprechend vorbereiten, natürlich in beide Richtungen idealerweise, weil das ja in beide Richtungen Kraft braucht und verursacht. Ja, und die vierte Station war dann so eine Miniband-Station für Beinachsenstabilität in erster Linie. Und da haben wir ein bisschen unterschiedliche Übungen gemacht. Eines war für die Aktivierung des Pos und dann war es ein bisschen so Beinachsen halten in der Bewegung. Da hattest du eine Koordinationsleiter ausliegen, ne, bei dieser Station und hast eigentlich in der Ansage vorher nur gesagt, jetzt mach mal was auf der Leiter, ne, so sinngemäß. Ne? Das heißt, es waren ja keine Übungen vorgegeben. Die haben also so bestimmte Ideen oder können sich auch selbst was ausdenken. Aber jeder ist auch so ein bisschen in der Verantwortung, selbst was zu tun. Ne? Ja. Also das heißt, das ist ja eigentlich der Aufruf hier, nicht jeder Trainer muss bis ins Kleinste alle Kleinigkeiten vorgeben, sondern man kann auch bestimmte Verantwortung an die Spieler übertragen, die sich dann selbst was ausdenken sollen. Mhm. Und du überwachst das dann einfach, oder? Sachen, die die Kreativität des Sportlers so ein bisschen, wo er die Möglichkeit hat, einfach Sachen selbst sich auszudenken und kreativ sein und Spaß haben, die kann man sich absolut selber machen lassen. Und so ein Koordinationsleiter, wenn man die hinlegt, ein Kind wird einfach durchrennen und irgendwas machen. Und wenn man ihm dann schon in 4, 5 Trainingseinheiten irgendwelche Schrittfolgen gezeigt hat, dann wird er sich irgendwas aussuchen und irgendwas ausprobieren. Ob es jetzt perfekt richtig ist oder nicht, ist in dem Fall eigentlich nicht so wichtig. Wenn ihr jetzt eine Übung habt, wo es darum geht, dass er bei der Außenrotation wirklich den Ellbogen am Körper lässt und das richtig macht, dann muss ich schon ein bisschen genauer sein mit meinen Anforderungen. Aber bei sowas wie Koordinationsleiter, da kann man nicht viel falsch machen. Also das ist so eine Frage der Erziehung. Wie viel kennen Sie schon, wie viel haben Sie schon gelernt und welche Übungen haben Sie schon so in Ihrem Repertoire im eigenen?